Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Double Time und unserer Wir Kochen Serie. Dies ist ja unsere Kochbox von der Marley Spoon Kochbox. 3x4 Mahlzeiten, 3 Mahlzeiten für 4 Personen so. Und wir haben heute, oder wir werden heute jetzt gleich das zweite Essen kochen. Und zwar... Was ist es denn? Stir Fry! Vegetarisch, Stir-Fry, viel Gemüse und ich kann jetzt schon leider sagen, Marley Spoon, ihr habt nicht gut eingepackt. Ihr habt uns einmal Soßenpackage zu wenig reingepackt für 4 Leute und ich kann auch jetzt schon sagen, wir werden, da wir das Intro jetzt nach dem Essen kochen drehen, wir werden jetzt gleich rausgehen und uns noch was zu essen holen, weil es war absolut fad. Es war fad und es bleibt auch fad. Bitte lasst mal einen Daumen da und ein Abo und ansonsten, ja, die Zubereitung könnt ihr jetzt gleich sehen und viel Spaß nachher noch beim Fazit. Bis dahin.
Ich bin nicht so begeistert davon. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, weil es war bei dem Essen fehlt mir was. Also irgendwie, weil es so schlicht ist und nicht so abgerundet ist mit irgendetwas. Da gebe ich Ihnen recht. Jetzt ich weiß, was er meint, was ihm fehlt. Geschmack. Im Essen fehlt Geschmack. Das sind vier Gemüsesorten. Ein bisschen Reis, dazu Ingwer und Knoblauch. Und im Grunde genommen eine dicke Sojasauce. Mir zu wenig Abwechslung. Ich sag, ich werde jetzt essen gehen und noch was zu essen kaufen. Du wolltest was bestellen. Ja, Essen Und kaufen, bestellen ist etwas. von Ihnen die Meinung! Also es ist eigentlich genauso. Ich teile Ja. die gleiche Meinung wie die Jungs. Ich finde es nicht so. Ja, keine Ahnung. Aha, ich Nö, verstehe Sie ist nicht voll und meins. ganz. Willst du noch So, was sagen? jetzt noch meine Meinung. Ich fand, dass er nicht sehr lecker, weil er das er nicht sehr lecker war. Und es war einfach nicht sehr lecker. Hallo? Es war einfach nicht sehr lecker. Und das war einfach nicht sehr lecker. Und wenn das einfach nicht lecker war, dann war es auch nicht lecker. Gute Erklärung, oder? Das ist eine super Erklärung. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ja, wenn ihr eine Meinung, wenn ihr auch so eine Kochbox gekocht habt oder bestellt habt, sagt uns mal, was ihr davon haltet unten in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, was wir mal vielleicht kochen sollen oder ausprobieren sollen, haut auch unten in die Kommentare rein. Däumchen gibt Träumchen. Und als allerletztes rutsche ich jetzt mal weg, damit jemand euch was sagen kann. Und bis zum nächsten Video, nächste Woche, bis zum nächsten Essen. Bye! YouTube!